Hallo ihr Lieben, mein Name ist Stefanie Schure, ich bin 34 Jahre alt und ich lebe hier in Kassel. Ich kandidiere für die Linke auf Platz 5 der Landesliste zur Bundestagswahl. Ich bin im Schwalm-Eder-Kreis aufgewachsen, geboren, also in echt Nordhessen. 2007 bin ich dann zum Studieren nach Kassel gekommen. Ich habe hier Philosophie sowie auch Politikwissenschaften studiert. Im Rahmen eines Praktikums im Jahre 2010 bin ich dann zur Partei Die Linke gekommen und auch einfach da geblieben. Ich war auch vorher schon linksaktiv in meiner Jugendzeit auf dem Land. Mein Ziel ist es, eine Gesellschaft des guten Lebens für alle. Und zwar jetzt. Seit 2016 bin ich auch kommunalpolitisch aktiv. Hier im Rathaus in Kassel für Die Linke in Kassel. Meine Schwerpunktthemen sind Kinder- und Jugendpolitik sowie Kulturpolitik. Und wenn ich gerade mal nicht politisch aktiv bin, dann gehen wir zwei echt gerne draußen wandern, einfach in der Natur ein bisschen Zeit verbringen. Wir sind hier in Kassel auf der Waldelöffel-Brücke. Diese Brücke ist ein Zeichen der Erinnerung an den ehemaligen Regierungspräsidenten Walter Lübcke, der Opfer eines rechtsextremistischen Anschlags geworden ist. Wir haben ein Rassismusproblem in unserer Gesellschaft, aber auch in den Behörden und in unserer Polizei. Deswegen müssen wir jeden Tag gegen Rassismus kämpfen. Denn wir wollen eine Gesellschaft ohne Ausgrenzung und ohne Diskriminierung, in der wir alle gemeinsam frei leben können. Wir teilen Rassismus und Ausgrenzung eine Absage. Wir lassen niemanden zurück, sei es im Mittelmeer oder in Kabul. Bei dieser Bundestagswahl ist mir das Thema gute Arbeitsbedingungen besonders wichtig. Nicht nur in der Pflege, wie man hier sieht, sondern auch in anderen Bereichen. Wir fordern einen Mindestlohn von 13 Euro, denn nur der reicht später auch für die Rente. In der Pflege fordern wir mehr Arbeitskräfte, aber auch mehr Gehalt. Denn in den letzten Jahren, gerade auch in Corona, mussten Pflegekräfte besonders viel arbeiten. Da reicht kein Applaus, da muss mehr Bezahlung her. Die Mieten explodieren, nicht nur in den größeren Städten, sondern auch in Kassel. Immer mehr Einkommen muss mittlerweile für Wohnen mit eingerechnet werden. Und das nur, weil einige wenige mit Immobilien spekulieren und Mieterinnen und Mieter Angst um ihren Wohnraum haben müssen. Und das heißt ganz eindeutig, da muss sich etwas ändern, denn die Regierung hat bis hierher verschlafen. Die Linke will das ändern, und zwar mit einem Mietendeckel, der muss bundesweit eingeführt werden. Und außerdem wollen wir 215.000 Wohnungen, und zwar bezahlbaren Wohnraum, neu schaffen. Denn Wohnen soll kein Luxus mehr sein. Wir wollen, dass die Leute, die mit Wohnung spekulieren, enteignet werden. Wir wollen, dass Modernisierung eben nicht zu einer Mieterhöhung führt. Und das alles sind gute Gründe, am 26. September die Linke zu wählen.